Was geht ab, Amigos, und willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine Community-Runde mit dem lieben Hero Brick, aka Waldzock. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Und schreibt vor allem rein, ob ihr mitzocken wollt, denn ich zocke mit der Community Road to 10.000 Abonnenten und ich will jeden YouTube-Abonnenten auf meinem Video verewigen. Deswegen schreibt's rein, let's go mit der Runde und viel Spaß. So, wir bewerten erstmal den Account von Waldzock. Außerdem, ja, oh mein Gott, ein Waschbären. Das erinnert mich an dieses Pedro, Pedro, Pedro. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. 30er maximale Siegesserie. Digga, bist du verrückt? Junge. Na klar, der Clan könnte mein Clan sein, denn ich habe einen besten Clan EU West, Kappa. Waldzock. Sehr, sehr, sehr nice. 47 von 81. Okay. Fang auf 25. Fang habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Edgar 25, Sandy 25. Spiel ja erst Brawl Stars seit 3-4 Monaten erst. Aber sehr, sehr, sehr nice. Paar auf Paar 20. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stabil aus. Larry und Laurie. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann gehen wir, würde ich sagen, also wirklich ein sehr, sehr cooler Account. Also wirklich auch hier, Fang, habe ich mir noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die erste Runde rein, Chat. Ich würde sagen, wir gehen in die erste Runde rein, denn Waldzock hat sich Knockout gewünscht gehabt. Und ihr dürft immerhin, wenn wir zusammen zocken und eine Aufnahme machen, eine Community-Aufnahme, bestimmen, welchen Brawler ich zocke. Und ich soll hier, guck mal, schreibt er auch rein, ich soll den Brawler wechseln zu Draco. Also ihr dürft den Brawler bestimmen, den ich spielen soll, und den Spielmodus. Und deswegen gehen wir zu Draco rein. Den habe ich ja auch hier auf Stufe 20 gespielt. Und dann würde ich sagen, let's go mit der ersten Runde. So, erste Runde Knockout mit einem Random natürlich. Weil, wie gesagt, in der Zuschaueraufnahme soll es darum gehen, dass wir mit einem Zuschauer mit aufnehmen und nicht mit mehreren Zuschauern. Das soll ja eine besondere Zuschaueraufnahme sein für jeden Zuschauer. Und ich finde es halt sehr, sehr cool, weil, wie gesagt, mein... Oh, wir hätten den fast geholt. Oh Gott, ich bin aber jetzt fast geholt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Sehr schön. Oh Gott, nein, nicht sehr schön. Oh Gott. Nein, das war so knapp. Oh Gott, ich bin der größte Noob. Ah, Mann. So, Waldzock ist aber noch am Start. Der einzige aus unserem Team. Ja, konntest nichts mehr anstellen. Das war halt belastend. So. Gehen wir direkt wieder rein. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin wieder tot. Mann, ich sollte mit Liebe mit meinen Mates rumgehen. Ich bin so schlecht. Gut, Knockout spiele ich aber auch so gut wie nie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Let's go. Waldzock holt es. Ja. Gut. Wenn man der Noob im Team ist, dann hilft es, wenn das Team aber der Pro ist. Oder so. Gehen wir jetzt mal zusammen. Okay, die sind alle auf der rechten Flanke. Soll ich direkt meine Ult verwenden? Das wäre mal eine interessante Frage. Oh Gott. Heilen wir erstmal hoch. Let's go! Und erholen wir noch die Runde. Das war noch sehr schön. Man muss anscheinend mit dem Team zocken. Wir gehen direkt in die zweite Runde rein. Let's go. So, starten wir mit Runde 2. Und war Runde 2 mit Knockout und mit Waldzock. Aka Hero Brick. Da bin ich mal gespannt. So, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir mit dem Team laufen sollten. Da haben wir auch gerade ein Follow reinbekommen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich habe aussehen geholt, ich habe gefettfingert. Manchmal, das Ding ist, ich spiele halt mit dem iPad. Und jedes Mal,
rutsche ich mit meinem Finger ab und Fettfinger auf irgendwie eine Attacke oder sowas. Aber danke an Moonplays Apex für dein Follow auf Twitch. Vielen, vielen lieben Dank. Für Leute, die gerade die Aufnahme schauen. Ich streame auf Twitch, YouTube und TikTok immer. Das heißt, wenn euch einer der drei Plattformen am meisten gefällt, schaut da vorbei. Lasst auf jeden Fall ein Follow da, denn auf jeden Plattform, allen drei Plattformen kommt Content. Auf YouTube am meisten, deswegen lohnt es sich, auf YouTube vorbeizuschauen. Jeden Tag offiziell ein neues YouTube-Video. Und Wildzock, naja, schade. Nice try, aber Wildzock ist auf jeden Fall besser als ich. Ich meine, es ist nicht schwer. Alles gut. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Perfekt, unser Mate ist auf jeden Fall der Beste. So, heilen wir erstmal. Oh Gott, ne, Wildzock ist down. Was? Oh Gott, der hat sich jetzt selbst geheilt. Nein! Belastend! Da konnte ich aber auch nichts machen, das war ein bisschen schade. Gehen wir direkt in die nächste Runde rein. Belastend. So, dritte und letzte Runde. Eine Runde gewonnen, zweite Runde verloren. Aber ich werde besser im Knockout, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir die letzte Runde verloren haben, aber ich war der letzte Überlebende. Und wir müssen halt wirklich als Team spielen. Natürlich kommt es immer darauf an, mit welchen Randoms wir zocken. Aber belastend. Oh Gott, aber... oh Gott, hat er mich richtig geslappt. Jawohl, der kommt in die Falle. Komm in die Falle. Das ist der letzte Überlebende. Ich hab's so spät gerafft, ich dachte, da wären noch so viele am Überleben, ne? So, der wird jetzt verbrannt. Sehr schön. Erster Sieg. Komm schon, jetzt brauchen wir noch einen zweiten Sieg. Lass hier links gehen. Nein, okay, ich habe einen geholt, aber wurde dafür auch geholt. Das ist belastend. Komm schon, Wildzock. Komm schon. Mann, ey. Ja. Okay. Komm, 2 gegen 1, das schaffen wir wohl. Okay, Prince Foe ist fast direkt down. Wildzock geht alleine rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das kann nochmal eng werden. Außer wir spielen jetzt auf Zone. Ich glaube, das wäre am schlauesten tatsächlich. Weil dann hat die keinen Vorteil. Komm schon, Wildzock. Oh Gott. Ja, komm. Ja, perfekt. Let's go. Sehr, sehr nice. Sehr schön, Wildzock. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge mit Herobrick, aka Wildzock. 2 Siege, 1 Niederlage. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Jeden Tag um 14 Uhr ein neues YouTube-Video. Schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios, amigos. Ciao, ciao. Like das Video, abonniert mich doch. Danke euch allen, ihr seid top. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, liked und teilt, das ist wichtig.